Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei nächste Episode oder nächste Folge von Fallout 4 und wir sind von den Kirche. Und Wait Rider Hauptquartier. Ich habe gedacht, wenn der letzte Folge habe ich gedacht, wenn ich informiere die Leute, die Wayrod, dass ich soll der nächste Vater sein? Ja, dann wird er kritisch. Okay. Wenn du Sens begegnest, links. Proctor Ingram, das Institut möchte, dass ich einen Beryllium-Beschleuniger aus den Ruinen von Mass Fusion hole. Einen Beryllium-Beschleuniger? Ich kann mich erinnern, einmal ein altes technisches Dokument darüber gelesen zu haben, aber ich hielt das für rein theoretisch. Das muss ja verdammt wichtig sein, wenn sie dir den Auftrag geben, es zu suchen. Weißt du, wenn wir sofort zu Mass Fusion aufbrechen, könnten wir vor dem Institut bei dem Gerät sein. Natürlich nur, wenn du nichts gegen ein wenig Gesellschaft hast. Willst du gehen? Willst du gehen? Du bleibst hier. Ich brauche deine Hilfe. Warum willst du unbedingt mitkommen? Soll das ein Witz sein? Mass Fusion war Vorreiter auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Und angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit kaum technische Fortschritte gab, erwartet uns dort eine verdammte Goldmine. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Okay. Und ich darf dich dann beerdigen. Ach komm. Wenn ein großer, böser Soldat wie du auf mich aufpasst, wird schon nichts passieren, oder? Rüste dich vorher noch aus. Wir treffen uns auf dem Flugdeck, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Das könnte unsere beste Chance sein, dem Institut zuvorzukommen. Ja. Hä? Dr. Ingram? Ich hoffe, du hast dich gut ausgerüstet. Sonst wird das ein kurzer Ausflug. Ich war schon lange nicht mehr auf einem Einsatz im Feld. Ich muss mich ausrüsten. Okay, von mir aus. Muss ich so machen. Da ich hin. Dann zurück. Oh, nervig, diese Frau. Wieso habe ich das nicht gesagt? Mann! Aber Grenze. Okay. Ist nur ein Spiel. Aber fühle ich mich so verantwortlich. Das nervt mich. So, und jetzt, wo ist die? So, jetzt. Alter Schwelle. Fehlgeschlagen. Diese Betrieb der Mars-Fusion beschränkt, bist du immer ein Feind des Instituts. Willst du wirklich fortfahren? Denn ich steige jetzt, denn ich bin Feind des Instituts. Und wurde genannt als deren Institut. Ich hasse es nicht tun. Aber
die wollen nur diese Radioaktivität. Die wollen nicht aufhören. Gibt's noch was noch? Ah, da ist. Alter. Dann konnte ich nicht mehr ins Institut kommen. Ey, ich bin eine Sperre, Leute. Ich weiß, was soll ich machen. Ich kann nicht. Ich bin Freund auf einem Institut. Muss für, mir so fucking schwer. Ich will theoretisch, bei mir ist so, ich will probieren, da zu helfen und da zu helfen. Aber einerseits will ich Institut. Ist immer. Muss man was opfern, um was zu gewinnen? Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Mir ist scheißegal. Machen wir das. Wir werden fein für Institut. Mir ist scheißegal. Wenn mein Sohn sauer mit sein. So, er stirbt noch. Roger, Schwertscheide. Wir haben Erlaubnis zum Absetzen. Halt dich lieber fest. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. Felgeschlein. Hä? Wieso? Ich habe jetzt eine Seite ausgewählt, Bruderschaft. Nein! Feindliche Ziele auf dem Dach gesichtet. Bereite Angriff vor. Da Wimme ist nur sofort sind. Sichert ihre Reihen, bevor ihr uns abdeckt. Nein, nein, ich kann nicht mehr. Ich will nicht zu Bruderschaft gehören. Theoretisch. Ich will zu Raiders gehören mehr. Finde ich besser und geiler. Geh zurück. Mann! Ich hasse es! Ne, ich mache als Railroad. Bruderschaft gefällt mir nicht so besonders. So. Mich anschlagen. Ich gehe dahin. Oh. Oh, Alter, ich bekomme Krise. Hä?
Film machen wir das. Das ist besser. Alter, ich hasse es. Ich hasse es so fast wie Pest. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock lang daran. Es ist so schwer, sowas Entscheidungen zu treffen. Ah, du hast recht. Die Bruderschaft ist tatsächlich hier. Wir müssen uns wohl durchkämpfen. Was war das? Ich höre schon den ganzen Tag Sachen. Schickbeute. Was war das? Was? Willkommen. Kampfbereitschaft aufgehoben. War wohl doch nichts. Erwischt! Ja, ich bin. Oh, okay. Wo ist denn? Nee, ich kann nicht so sitzen. Ich muss gerade sitzen. Scheiße. Ah, scheiße. Ich bin fein von Bruderschaft jetzt. Gut. Ich muss die Karte finden. Jedenfalls nicht ohne die Karte, mit der wir das Ding hochfahren können. Ja, ich weiß. Das haben wir auch mitbekommen. So. Das Ding kann ich nicht hacken. Och.
Nachbar so gefunden. Zu gut geschützt. Nein. Ey, diese Frau geht mir am Piss. Kommst du hier oder nicht? Wo ist sie? Die kommt gerade. Ist nicht fucking ernst. Komm sie her! Ja, voll endlich. Kannst du hacken? Sag nicht, das ist meine Aufgabe. Den Code kann ich nicht knacken. Ey, oh, ich muss hacken lernen. Warte, T. Warte, ne, so? Machen wir? Ich muss auf die Hacken. Ich wollte jetzt auf was anderes gehen, aber es sieht so aus. Gib mir keine andere Wahl. Hacken. Gerecht. Nein. Das wär's. Wow. Gut. Ja. Scheiß drauf auf die Bruderschaft. Ich hoffe, die ist gut. Yay. Nach unten. Yay. Dunkel. Das gewinnen wir. Hey, oh, hi Grunky. Bist du hässlich? Ein netter Halt. Boah, ich seh's. Alter Schwalter. Ich will nicht gerade gehen. Nicht Radio. Du Kopf. Ich will so. Oh, Scheiße. Alles.
die Tür nach unten. Ich will nach unten, nicht nach oben. Ich glaube, ich muss ich so nach oben. So, das haben wir. Das, ja, scheiße, ich wollte keine Waffe nehmen. Yay. Gibt's noch was? Hier? Hier. Yay. Oh, nee, nix. Wenn ich vor Kriegskram wäre, wo würde ich das Beste von mir aufheben? Bescheuert! Boah, das läuft viel zu faul. Getan. Wie bescheuert. Boah, ich bin ohne Rüssel dahin gegangen. Ja. So Leute, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns nächste Folge. Ciao.